Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute geht es um das Buch Der Rote Mars von Kim Stanley Robinson. Es ist im Heine Verlag erschienen, hat 816 Seiten und kostet 14,99 €. Es ist die größte Herausforderung, der sich die Menschheit je gegenüber sah. Die Besiedlung unseres Nachbarplaneten Mars. Die Verwandlung einer lebensfeindlichen Wüstenwelt in einen blauen Planeten. Wie die Erde. Von der ersten benannten Landung auf dem Mars über die frühen Kolonien und ihre Auseinandersetzungen, welche Form von Gesellschaft sie erbauen sollen, bis zum riskanten Versuch, das Klima einer ganzen Welt zu verändern. Kim Stanley Robinson erzählt in seiner Mars-Trilogie die Geschichte der Zukunft, wie ein großes, historisches Epos. Leider hat mir das Buch nicht so wirklich gefallen. Ich musste es nach circa 150 Seiten abbrechen, das, ja, ich konnte es einfach nicht mehr lesen. Ich bin die ganze Zeit rausgekommen und ja, für mich war es ziemlich langatmig und ich konnte mich darauf nicht konzentrieren. Da hatte ich dann schon ungefähr 100 Seiten gelesen und dann habe ich eine Pause gemacht, weil ich dachte, ja, dann kann ich vielleicht wieder mich besser auf das Buch konzentrieren, aber war leider nicht so. Danach ging es eigentlich nur noch so weiter. Ich bin eigentlich nicht so jemand, der Bücher abbricht, doch wenn es gar nicht mehr geht, dann geht es einfach nicht mehr. Die Idee des Buches, der Geschichte, fand ich gar nicht mal so schlecht, da es ja schon öfters immer wieder kommt, dass Menschen irgendwann den Mars besiedeln wollen. Doch leider, ja, fand ich das nicht wirklich, jedenfalls die ersten 150 Seiten nicht wirklich gut umgesetzt. Und wie ich zuvor gesagt habe, ziemlich langatmig und ich kam mit dem Buch einfach nicht zurecht. Vielleicht werde ich das Buch nochmal irgendwann probieren. Und hoffe, dass es mir dann doch besser gefällt als jetzt.